da 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 ba da 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 ba da 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 da. Sorry, I was just a little wild. Da 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 ba da 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 ba da da da. Melvin, Melvin, komm mal, geh da nicht so nah ran. Du hast die guten Sachen an, der Anzug. Ich finde auch einfach so ein Anzug sieht einfach auch, das lässt auch so ein Kind einfach auch irgendwo viel besser auch aussehen. Auf dem Spielplatz, ganz anderer Schnack, ganz anderer Schnack. Ganz anderer Schnack, ja, ne? Man merkt auch Großstadtkind, ne? Es strahlt auch ein bisschen was Elitäres dann einfach aus. Ich sag's dir, wie es ist. Also ich meine, es sind zwar Sachen, die haben sie dann letzten Endes nur vielleicht 3-4 Monate an. Aber ich bitte dich. Aber das muss einfach wert sein. Ganz ehrlich, was sind 300 Euro, wenn das Kind dafür auf dem Spielplatz dann hübsch gekleidet ist? Da ist einfach auch, weißt du, ich finde, wenn der Vater und die Mutter sich was Gutes gönnen, dann kann auch das Kind, das soll auch, also ich habe keine Lust, dass das in so Assi-Klamotten, so Assi-Esprit oder Marco Polo, Entschuldigung. Hast du neulich gelesen in diesem fiesen, anti-autoritären Elternmagazin, dass sie Pelz für Kinder verachten? Aber was gibt es Schönes als das Kind im März, wenn du soll dann das Kind frieren, oder? Was Garten haben die sich gedacht? Oder? Was haben die sich gedacht? Und wenn so ein Kind ganz früh den Bezug zu so Luxusartikeln kriegt, weißt du, dann ist es auch später, weiß es dann einfach, oder? Ja, na klar. Also dann weiß man auch, das ist ein Assi-Kind, das hat irgendwie Adidas an, damit spricht man nicht. Also was mich tierisch abnervt, ist, wenn der Kleine nach Hause kommt und seine Schuhe nicht gleich auf den Schuhspanner packt, weißt du? Zum Kotzen, oder? Das ist eine Assi-Einstellung. Wozu lässt du die in London fertigen, wenn dann noch nicht mal das Kind weiß, wie man den Schuhspanner? Und dann jetzt, wenn das Kind in die Schule kommt, ich gucke die ganze Zeit schon immer im Internet nach Louis Vuitton-Tornistern. Gibt es nicht. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Ganz ehrlich. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Die Maya Mütlers haben es ja ganz schwer. Die Tochter hat eine Kaschmirallergie. Fuck. Kannst du ja da komplett knicken. Das ist ja endlich. Was sollen die im Winter tragen? Angora? Das ist ja wirklich nicht gut. Ich möchte, dass mein Kind dreisprachig aufwächst. Ne? Wir machen es fünfsprachig. Die Mutter ist ja meins sechs. Und, wir haben ja auch sechs verschiedene Au-pairs gerade. Und diese Afrikanerinnen, die sind ja so dankbar. Ne? Die schlafen auf dem Boden. Und also wirklich, dann stellst du mal eine Schüssel viel. Reis rein. Brauchen und die nicht freuen viel zum Leben. Die freuen sich. Die haben auch so eine ganz andere Herzlichkeit. Ja. Ne? Aber so adoptieren, ich habe jetzt auch gedacht. Also ist schon schick, oder? Ist schon so. Also ich finde, so ein Adoptivkind in Afrika. Ja, das haben wir. Wir haben auch mehrere. Man möchte ja auch, wenn einem das Glück zugeteilt wird, möchte man es ja auch teilen, ne? Ja. Ein bisschen. Ja, man möchte was von abgeben. Von 3 Euro, da sind die glücklich. Da sind die, das ist einfach irgendwo, ich möchte auch was zurückgeben. Wir schicken auch manchmal ein bisschen altes Garn, da spielen die mit so einem Garnknäuel, haben die Stunden Spaß. Das ist einfach, weil ich finde, Kinder sind einfach heutzutage auch total überfrachtet mit Spielzeug. Ja. Ne? Das ist teilweise ist ja wie im Toys R Us, ne? Da wenn du dann so einfach da die. Gut, wir haben jetzt für Jackie das dritte Spielzimmer gemacht, aber sie braucht auch ein bisschen Abwechslung. Ich merke schon, wenn sie eine Stunde in dem Prinzessinnenzimmer gespielt hat, dass sie auch mal Lust hat, ins Dschungelzimmer rüber zu gehen, weil irgendwann, also immer nur Prinzessin, das möchte ich auch nicht. Wir haben das jetzt doch gemacht mit dem Schwimmbad. Ne? Ja? Kannst den Kindern nicht alles verbieten. Nee, ne? Und dann haben wir jetzt gesagt, machen wir das Schwimmbad. Hattet ihr nicht auch diese Kleinkind-Gegenstromanlage im Garten? Ja, das ist richtig. Ja. Naja, es ist halt einfach irgendwo, man muss auch, ich finde das irgendwie so, ich finde so Leute, die im Plattenbau wohnen, die sollten keine Kinder halten. Nee, warum auch? Weil das ist einfach, die sind ja von vornherein verkorkst. Ne? Und wer passt auf die Kinder auf, wenn die bei uns putzen? Musst du auch mal drüber nachdenken. Ja. Ich möchte nicht, dass die mit meinen, also es wäre... Ich hoffe nur, dass der jetzt irgendwie, ich habe jetzt meinem so ein Bentley-Bobby-Car... Und wenn er den verkratzt, dann bin ich echt sauer. Ne? Weil das musst du ihm aber auch früh genug beibringen. Ja. Wenn man da nicht früh genug mit anfängt, dann steigen die womöglich auch noch mal mit Schuhen ins Auto. Ich meine, das ist ja wohl das Allerletzte. Ne? Also ich habe ihm schon gesagt, wenn er Abitur hat, dann kann er sich ein Auto aussuchen. Macht ihr dieses International School Ding jetzt? Ja, mit ihm? Haben wir jetzt überlegt, war das einfach doch schlussendlich besser. Ne? Ich möchte irgendwo, dass er ja auch eine Zukunft hat. Ne? Er muss da irgendwie auch mal auch die Geschäfte übernehmen. Das möchte ich nicht. Was? Dass meine Kinder die Geschäfte, ich möchte schon so, dass sie in der High Society ein bisschen Teppich laufen dann und so, Ja, aber jetzt so, also ich meine... Oh, das war das Ende für den Kaschmir-Pullover, ne? Na wunderbar, da wird Mutti schön schimpfen, ne? Nein. Ich finde es einfach mal schön, wenn man auch mal ein bisschen sitzen kann, ne? So ein hektischer Alltag alles. Aber dass wir die Dinger für 10.000 Euro einfach gekauft haben, fand ich praktisch. Ich habe den ganzen Park gekauft. Ach was.
Ja. When I wake up in the morning sun and all the dreaming is done and I turn to the right and then I just can't believe my eyes. There's a lady lying next to me, but how can that be? Fährst du Porsche? Ich fahre, ich habe wirklich ein völlig durchschnittliches Glied. Für einen Europäer ist es normal. But when I think it over, I don't care. And now that she's there, I'm deciding that I could as well give her another try.